Der grüne Teppich ist ausgerollt, die grosse Opening Night vom Zurich Film Festival ist angebrochen. Der Teppich ist grün, wegen, das ist eine Zusammenarbeit mit Kroni, man möchte auf umweltfreundliches Reisen hinweisen. Die Stars, die stehen schon parat, die Gästeliste ist gemacht und heute Abend geht's los mit dem Lawrence Fishburne, dem Jurypräsident vom 7. ZFF und seinem Film Contagion. Acting with Gwyneth Paltrow and Kate Winslet? I didn't act with Gwyneth, but it was wonderful to work with Kate. In which one is sexier? I am. Heute Abend bist du nur Gast, aber du hast ja noch Grosses vor am ZFF dieses Jahr. Ja, am 25. Mary and Johnny Premiere und ich bin sehr gespannt. Ich bin jetzt schon, glaube ich, das dritte oder vierte Mal hier und es ist bis jetzt immer jedes Mal ein sehr geiler Film gekommen. Und immer eine wunderschöne Veranstaltung war, von dem her kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Ja. Du bist unser Ehrengast, einer von den Ehrengästen heute Abend. Wie gefällt es dir in Zürich? Mir gefällt es super hier. Ihr habt ganz viel Wasser, so wie bei mir in Hamburg. Mir könnte es hier gut auch länger gefallen. Ihr habt heute so ein Ladies Night. Freut ihr euch auf Matt Damon, auf Jude Law, die jetzt gerade auf der Leinwand sind? Oh ja, sicher. Auf jeden Fall. Wer ist wem sein Typ? Jude Law ist mein Typ. Wir sind beide nicht mein Typ, aber der Matt Damon ist definitiv ein super Schauspieler. Also es gibt fast kein Wort, um ihn zu beschreiben, finde ich jetzt persönlich. Jude Law ist eher nicht mein Fall, weder vom Schauspieler noch vom Aussehen. Der grüne Teppich wird langsam leer. Die Stars nehmen Platz im Kinosaal Corso 1 hier am Bellevue in Zürich. Das 7. Zürich Film Festival kann losgehen. Präsidentin Mao, Ihr Jurypräsident Lawrence Fishburne, geschätzte Partner, Filmfreunde, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist mir eine sehr große Freude und Ehre, Sie zur Eröffnung des 7. Zürcher Festivals zu begrüßen. Das Festival vereint Glamour und Gehalt. Es ist Begegnungs- und Gesprächsort. Die Schweiz braucht die Dynamik und die Ambitioniertheit von Zürich, wie sie sich auch im Wachstum des Zürcher Filmfestivals zeigen. So, jetzt ist die Tür zu. Der Eröffnungsfilm vom 7. Zürich Filmfestival läuft. Uns bleibt nur noch eins. Fragen, wie es war. Contagion, der Eröffnungsfilm vom 7. Zürich Film Festival, ist vorbei. Jetzt bin ich hier mit dem Herrn Bambauer, Mitglied der Konzernleitung der Post. Eine Person und ein Konzern, wo das Zürich Film Festival mit möglich macht. Sie sind einer der Hauptpartner. Wie hat Ihnen der Film gefallen? Ich habe ihn sehr spannend gefunden. Der Spannungsbogen hat sich mir noch nicht ganz erschlossen. Ich denke mal, morgen ich aufwache und dann im Bett stehen und nicht mehr anlangen, dann hat es mich erreicht. Ich muss sagen, ich habe die schauspielerischen Leistungen zum Teil wirklich ausgezeichnet gefunden. Kate Winslet hat mir extrem gefallen, wie sie gespielt hat. Der Lawrence Fishburne finde ich einfach ganz einen eindrücklichen Schauspieler auch. Im Film selber, muss ich sagen, hat mir streckenweise ein bisschen der Zug gefehlt, durch die Handlung durch. Es ist ein experimenteller Film und das ist ja etwas, was das Zürich Film Festival genau auszeichnet. Man hat auch Mut, speziellere Sachen zu zeigen. Ist das auch etwas, was Ihnen persönlich gut gefällt? Also ich schätze das sehr. Ich bin ja zum ersten Mal beim Filmfestival, bei der Öffnungsveranstaltung. Und für mich ist immer eine Herausforderung, den Geist vom Festival zu erlangen und vor allem den Film zu begreifen. Ich finde es super toll. Es war sehr, sehr emotional. Das ist das Erste, was mir auf die Zunge liegt. Sie persönlich als Filmzuschauer, sind Sie eher Horrorfilmtyp oder Liebeskomödie? Ich schätze die ganze Bandbreite. Ein wahrer Filmfan und damit gebe ich zurück zu der Zoe ins Studio.